Wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der Expertenrunde. Wir machen eine weitere... Werte. Wunderschönen guten Abend, liebe Werte, Freunde der Expertenrunde. Nein, Werte, Freunde der Expertenrunde. So egal. Wunderschönen guten Abend, Werte, Freunde der Expertenrunde. Wunderschönen guten Abend, Werte, Freunde der Expertenrunde. Wir machen eine weitere Expertenrunde mit dem... Wundervolle Neue. Egal, lass uns starten. So. Okay, also Expertenrunde, es geht um Stimmen. Ricky wollte die Begrüßung mit seiner Stimme machen. Ja, weil meine Stimme... Ja, tatsächlich, ich finde meine Stimme recht sexy. Alter, hat er nicht gesagt. Und zwar genau, lass mich kurz erläutern, wie ich zu diesem Thema kam. Ich dachte mir, Stimmen prinzipiell ist eigentlich eine interessante Sache, wo man mal drüber reden kann. Weil es gibt viele Leute, die sich immer sagen, ja, aber ich mag meine Stimme nicht. Und ich kann sie ja gar nicht selber hören, was allgemein nur eine Gebildungssache ist. Und keine Ahnung, Stimmen sind eine interessante Sache. Und wir haben hier zwei Vertreter der etwas höheren Gattung da. Ricky und Maeve. Was? Nein, Wolle und Fulton. Als ob ich so eine hohe Stimme habe. Als ob du so eine tiefe Stimme hast. Ja. Naja, bei dir habe ich gedacht, du wärst jünger. Als ob ich das dachte, was mit darf ich mal Stimme? Anmerken? Alter. Ich hätte auch nicht gedacht. Ich dachte zuerst bei Wollo, dachte ich, dass er echt jung wäre, anfangs, als ich noch kein Video von ihm gesehen habe. Ich dachte, er wäre irgendwie so ein komischer Typ, so kurze blonde Haare und etwas offenes Hemd und der sitzt dann hier und sagt sich so, oh, ich mache Anime-Fan-Dubs, ich bin Wollo und ich spiele auch gern Mario. Das war so, wie ich mir den Wollo vorgestellt habe. Ich stell's mir gerade vor, in so einem babyblauen Hemd mit so einer Goldkette noch oben und so weiter, so ein paar Haare auf der Brust. Ja, oh, ich mache Anime-Fan-Dubs und Donnerstag muss ich mich mit meinen Freunden im Jugendzentrum treffen. Ja. Fun Fact, er hat keine Freunde im Jugendzentrum. Das trifft sehr gut, auf jeden Fall. Das beschreibt mich gut. Hey, soll ich mir jetzt vorgestellt? Fulltime dachte ich auch zuerst, als er jünger war. Das sagen wir irgendwie alle. Dann sehen sie, wie ich aussehe. Dann dachte ich mir, er ist ein bisschen bärtiger, als ich gedacht auf jeden Fall. Er hat einen Bart? Ja. Ich stelle ihn mir so... Er hat mehr Bart als Körper. Und die Frage ist, pass auf, ohne es jetzt was, ich tippe ihn jetzt so auf 16, 17. Ich bin älter als du, Ricky. Was? Ich bin älter als du. Ja. Du klingst wie 15, ich hab dich noch alt geschätzt. Dankeschön. Das war immer, eigentlich war Bash nicht das Thema. Das bleibt aber bei sowas nicht aus. Das bleibt bei sowas nicht aus. Ja, das stimmt. Bei Ricky muss man prinzipiell eigentlich sagen, es tut mir weh, das zu sagen. Aber prinzipiell muss man sagen, dass Ricky eigentlich eine sehr angenehme Stimme hat. Wenn er sie auch noch mit angenehmen Worten bestücken würde, ne? Ja, das ist das Problem. Traum wäre das. Das ist das Problem, aber die Stimme an sich, da dachte ich anfangs, dass Ricky... Ja, ich dachte, er wäre so ein Mitte-20er-Typ. So eine Brille. Nerd, so ein bisschen, so vielleicht IT-Typ. Ja, bin ich doch voll. Sitzt gerne mit der Cola am PC. Ja. Erfolgreich, ja. Jung. Und weniger... Ricky. Dann ruft er gebumst. Plötzlich war das Bild komplett verändert. So war es bei mir zumindest. So kann es kommen. Das erste gebumst hat die Scheibe splittern lassen. Was dachte jemand bei meiner Stimme? Ich möchte es wissen, los. Erzähl es mir kurz. Ich dachte, du bist ein Arschloch. Das spricht dich der Wahrheit halt die Fresse. Bist raus. Du bist aber schon so ein ziemlicher Zyniker, ne? Das stimmt, das spricht nicht der Wahrheit, halt Christus raus. Oh. Nee, aber wenn man deine Stimme so das erste Mal hört, denkt man sich so, mit dem reden, ich weiß nicht. Ich glaube, der ist, ich stelle mir immer so vor, Arrogante, ne, in der Stimme. Nein, pass auf. Das ist halt so. Nein, noch nicht mal so arrogant. Als ich ihn das erste Mal gehört habe, war das damals in seinen Werbungen, die er mal geschaltet hat. Oh, das war auch noch so schlecht eingesprochen. Da habe ich noch so halb geflüstert. So, weißt du, diese, hey, hör mir zu, habe ich gesagt. Weißt du, mit diesem Pokémon-Ding mal anfangen. Das weiß ich. Und dann habe es immer weggelegt. Alter, geh mir nicht auf den Piss, ne? Und irgendwann habe ich das Video mal angesehen. Und ich habe mir immer so vorgestellt, so weißt du, so ein Kranz, also so ein bisschen älter auch schon, so 30 um die Mitte so rum. Ein Kranz? Das stellen sich tatsächlich viele vor. Und stell dir vor, war nur 30. So alt. Das ist ja mega alt, ey. Pass auf. So Kranz, also so Glatz, nur so ein Kranz herum. Ach, so. Aber in die Richtung geht's ja schon. Mein Haarwuchs wird etwas dünner, das ist nicht fair. Ja, eben, genau, das ist doch schon fast so. Und,
weißt du, in so ein T-Shirt, das T-Shirt, also in so ein Trägerhemd, weißt du, in so ein Trägerhemd, ein bisschen schon Papierchen neben dran stehen. Mit Honecker-Bild im Bart. Mit Papierchen dran stehen, weißt du, er klang ja auch ein bisschen besoffen. Und das T-Shirt total dreckig, sitzt da in kurzer Hose, weißt du, in so richtig so knappe. So habe ich mir vorgestellt, aber jetzt weiß ich, ich hatte recht. Das ist ja bald, ich sprich, das ist nur nicht so alt. Das ist nur nicht so alt, ja. Ja. Ich habe mich dir immer, ich habe mich dich immer schon sehr langweilig vorgestellt. So ganz normal, keine Ahnung, kurze braune Haare, einfarbige T-Shirts, kein Bart. Danke, mein Gesicht ist sehr ründlich. Ja. Was ihr sehen könnt, wenn ihr euch bei World of Warships anmeldet. Und wenn ihr Rixhold-Videos sehen wollt, also richtig peinliche Alblali-Videos, Alblali-artige Videos von mir, dann meldet euch bei mir an. Dankeschön. Abonniert lieber mich. Das ist total was gemeint. Ja, aber da, genau, abonniert lieber bei mir kriegt ihr Qualität. Wenn ihr wollt, dass ich 2 Wochen nach Japan gehe, dann macht ihr mir meinen Link. Dankeschön. Meldet euch über die Links. Ja. Okay, aber Stimme. Was? Moment, wo wollte ich mit dem Thema eigentlich hin? Lass mich kurz. Wir sind etwas abgeschweift. Minimal. Genau. Prinzipielle Frage. Was natürlich eine wichtige Frage ist. Erstmal, seid ihr eigentlich zufrieden mit eurer Stimme? Ja. Tatsächlich schon. Also, das ist ganz komisch. Seit ich Videos mache, habe ich mir am Anfang so gedacht, meine Stimme klingt echt scheiße. Und dann irgendwann habe ich mich dran gewöhnt und dachte mir, klingt doch nicht so scheiße. Ja, es liegt natürlich auch daran, dass man auch einfach ein bisschen lernt, dann mit der Stimme insgesamt umzugehen, wodurch sie auch vernünftig klingt und nicht nach Arsch. Ja. Weil ich glaube, es war bei dir am Anfang nicht so schlimm wie bei mir zum Beispiel. Ich habe immer das Gefühl, ich erinnere mich zum Beispiel stimmlich habe ich hingelegt, das ist mal sicher. Kommen wir gleich zu, darf ich kurz noch eine lustige Geschichte erzählen von ganz am Anfang. Aber ich durfte noch nicht mal sagen, ob ich meine Stimme okay finde. Ach so, ja, findest du. Ja, richtig. Okay, weiter. Weitermachen. Ich meine, du bist der blonde Anime-Dub-Boy. Ich würde tatsächlich, jetzt mal so ohne Spaß, wenn jemand sagt, er macht solche Anime-Dubs, ne, und hätte gerne jemand, der das einspricht, ich würde es tatsächlich ganz gerne mal machen. Danke. Ich kenne Freaks so, ich kann den mal. Du hast tatsächlich der auch. Der hat eine viel zu gute Stimme, der würde niemals mich dazu nehmen. Da du hast tatsächlich. Mich hat er auch mal gefragt. Aber deine Stimme ist halt auch besser. Nee, Wollo, mal ohne Scheiß. Ich als jemand, der ja dein Ace Attorney Let's Play guckt, muss sagen, du kannst das tatsächlich recht gut, wenn du willst. Es klingt gar nicht mal so scheiße, ne? Wo ich nicht so motiviert bin, aber es gibt auch mal ein paar Parts, wo ich ganz voll dabei bin. Wenn jemand danke, Fulltime. Wenn jemand mal Mickey Mouse Film drin will, dann bin ich dabei. Oh, Junge! Also ich kann ja den Sonic machen. Das war's. Ich kann nur den Sonic machen. Mach mal machen. Den Sonic. Nee, ich bin Sonic! Das klingt aber mehr wie ich Tails. Ich mag die Stimme. Nee, Tails hat so eine richtig liebe Stimme, wie so ein lieber kleiner Junge. Fun Fact, was ich jetzt hier wollte, lustige Story. Anfangs fand ich ja meine Stimme unglaublich schrecklich, auch die Voice-Overs, die ich vorgelesen habe, es war auch unglaublich schrecklich. Da gab es zum Beispiel auch mal, es war das Video Fakten über Star Fox. Wie passend. Da habe ich dann auch das Voice-Over aufgenommen. Ich fand, es hat sich so scheiße angehört. Ich wollte es nicht nochmal aufnehmen, weil ich konnte es halt einfach nicht. Ich konnte das nicht. Da haben wir auch oft drüber geredet. Und es war mir halt auch unglaublich unangenehm. Nein, danke, dass mich jemand dabei hören könnte. Was auch Schwachsinn ist, weil ich schon seit paar Monate irgendwie Let's Plays aufgenommen hatte, das war okay. Aber dann dachte ich mir, wenn jemand hört, wie ich so ein Skript vorlese, wäre das unangenehm. Ja, das ist bestimmt der unangenehme Teil. Ja. Das ist mit Sicherheit. Auf jeden Fall fand ich das richtig scheiße damals und alles daran. Da habe ich dann sogar die Musik, ich habe dann die Hintergrundmusik im Video richtig laut gemacht. Ich dachte mir, je lauter ich sie mache, desto weniger hört man meine Stimme. Gott! Und das war wirklich ein Gedanke von mir. Ich habe die Musik echt laut gemacht. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich dachte, da fällt gar nicht so sehr auf, wie scheiße es ist, weil man schlechter hört. Bock, das merkst du aber selber, ne? Dass das nicht so Sinn der Sache ist. Nein, merke ich nicht, Wallo. Gut. Merk okay, dann habe ich dir jetzt gesagt. Mir war es auch, ich glaube, das hat, glaube ich, erst vor einem halben Jahr oder so aufgehört, dass auch Insta bei Voiceovers, dass ich mir nicht mehr dachte, wenn keine Musik darunter ist, dass es echt scheiße klingt. Einfach auch ein weiter Weg für mich. Habe ich auch gute 2 Jahre für gebraucht. Also beim Skript vorlesen. Beim Freireden war es mir meistens auch egal. Also beim Skript vorlesen, dass ich da dann, also ich mit dem, was ich da, wie es klingt, so zufrieden bin, dass ich
nicht denke, ich muss Musik drunter legen, die das Ganze, die ein bisschen ablenkt quasi. Ja, das habe ich aber auch. Ja. Und ich muss viel schneiden. Das muss ich auch. Ich nicht. Ich sage, glaube ich, ganz normal dabei. So, und das ist so. Das war meine lustige Story. Klingt ziemlich deprimierend irgendwie, oder? Ich hatte mal. Das ist halt ein bisschen traurig. Ich hatte mal das Problem. Oder was heißt das Problem? Ich war mal auf dem TS von einem Kumpel. Und da war ich. Ich war da sehr an einem Mädel interessiert, mit der ich dann später auch zusammen war. Und der Typ. War sie Rouge? Ich meine Blush. Blush. Nee, sie war. Theoretisch war ja Tails mit Queen zusammen, aber darüber reden wir was anders. Okay. Nein. Reden wir nicht drüber. Und da hat der Typ mir nicht geglaubt. Also, man war, glaube ich, 16 oder sowas, ne? Und dann wollte der echt mein Aus. Und ich wollte damals mit dem Mädchen halt reden, ne? Der wollte halt damals echt meinen Ausweis haben, weil dann dachte ich, wäre irgendwie so ein 35 Jahre alter Perverser, der irgendwie sich jetzt an junge Mädchen daran machen will. Das dachtest du von mir zuerst aber auch. Ja. Nur ohne die Mädchen. Nur ohne die Mädchen. Ich dachte nur, du bist ein 35 Jahre alter Perverser. mir glauben die Leute nie, dass ich älter bin, als ich klinge. Wie alt bist du denn jetzt genau? 20. Denkst du, ich aber ich habe ja, vor dir Küken. Aber ich hab vor Ricky Geburtstag noch. Ja, klar bin ich noch ein Küken, aber meine Stimme ist schon fertig. Ja, ich weiß, meine auch. Kenn das Elend. Ja, da kein Wunder. Da wird sie nichts mehr ändern. Wieso, Wollo, du bist doch. Wobei das Lustige bei Wollo ja ist, dass seine Stimme anfangs, also er war, glaube ich, noch von zu Hause damals bei dir aus, auch mit so richtig schlechtem Mikrofon. Und da hatte der Wollo wirklich eine relativ tiefe Stimme. Hatte ich tatsächlich im Stimmbruch auch. Das. Er war nicht im Stimmbruch, er war 25 oder so. Das war einfach nur, das war ein Headset. Mit einem Headset klingt man halt ganz anders. Ja, aber trotzdem, deine Stimme hat sich echt zu tief angehört. Wenn dir zum Beispiel Majora's Mask von Wollo oder so, erstmal fantastische Verabschiedung am Ende immer. Hier war Wollo. Ja, gut, hier war Wollo. Und dann, ernsthaft, wenn ihr mal reinhört, Leute, er hatte da eine echt tiefere Stimme. Vielleicht liegt das ja nur daran, weil er ruhig geredet hat. Ja, doch, es war halt nicht immer dieses, ich bin Wollo! Weißt du, es war ein schlechtes Headset, so. Und ich war sehr ruhig und gediegen. Ich war entspannt, als ich das gemacht habe. Heute bin ich immer on fire. Merkst du, ne? Damit verbindet man den Wollo. Er ist on fire. Direkt, Alter, Aufnahme, das BAM, flippt er aus. Dreht er voll am Rad, der Typ. So war es bei mir aber auch. Das ist, ich habe ja auch vor kurzem so ein Video hochgeladen. Das war, weil ich Pokémon Violett angefangen habe, was ich ja schon mal vor 3 Jahren die erste Version von dem Hack gespielt habe. Und davon halt einfach mal den Anfang so ein bisschen der Vergleich. Und da ist den Leuten auch aufgefallen, dass ich scheinbar einen umgekehrten Stimmbruch durchgemacht habe. Ja, das liegt aber auch daran, dass man die Stimme halt auch ein bisschen, man spricht ja auch ganz leicht mit veränderter Stimme im Let's Play. Mhm. Also wenn wir normal miteinander reden, klingt das halt schon anders, als wenn wir im Let's Play miteinander reden. Also ein bisschen anders. Ja, deutlich eigentlich. Alter, deutlich hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ja, doch, das stimmt. Nee, zu weit. Bei mir ist es echt so. Also im Let's Play rede ich zum Beispiel ganz anders als in Streams oder so. Oder jetzt hier. Oh ja. Ist echt so. Wisst ihr, was ich aber auch immer lustig finde? Ich auch. Rede ganz anders als jetzt. Ich rede in Streams zum Beispiel gar nicht. Ja, das kriegst du dir ja auch ganz gut. Das stimmt. Das spricht nicht wirklich für dich. Fuck, ich wollte gerade was sagen. Genau. Was ich auch immer lustig finde, ist, wenn Leute sowas sagen wie, aber ist noch nie irgendjemand aufgefallen, was ihr für eine außergewöhnliche Stimme habt. Da muss man immer sagen, niemand hat eigentlich wirklich so eine außergewöhnliche Stimme von uns. Und auch allgemein, es ist, ich denke, wenn man so ein normales Mikrofon reinspricht, hat jeder eine etwas außergewöhnliche Stimme, weil man sie so direkt hört. Mhm. Weil Leute sich immer sowas vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass mich jemand auf der Straße als Stimme oder so kennen würde. Alter, Wollo habe ich sofort erkannt. Ja, Ricky. Also Wollo würde ich erkennen wahrscheinlich. Rickys Stimme ist halt genau, wie du sie hörst. Ja, Ricky ist auch scheiße. Ja, aber meine ist auch genau so, wie du sie hörst. Sie ist genau so.
Ja, würde ich. Also wenn du neben ihm sitzt, er könnte jetzt reden von Lamachu und sie denkst, es ist im Let's Play. Play oder was? Ja gut, dann liegt es halt daran, dass man hier im Vergleich zu bei anderen Leuten auf die Stimme achtet. Weil man eh nur die Stimme hört. Aber darum ging es ja jetzt auch gar nicht bei mir. Also, um das zu sagen. Außergewöhnlich ist sie trotzdem nicht. Aber man erkennt sie. Naja, wobei deine am ehesten wohl. Oh, danke. Ja, wollte ich aber auch sagen. Alter. Von uns allen auf jeden Fall. Ob ich das Kompliment nehmen kann oder nicht. Ich kenne keinen anderen 30-Jährigen, der irgendwie ähnlich klingt wie du. Danke. Bitteschön. Der hätte so einen Punkt setzen sollen. Ich kenne keinen anderen 30-Jährigen. Der noch lebt. Hat sich gut gehalten. Ich gebe dir noch 2 Jahre. Ja, schön. Wie sieht's mit der Rente aus? Nein, aber mal ganz ehrlich, also die besonderste Stimme von uns allen hat halt einfach Volo. Die hat so einen bestimmten Wiedererkennungswert. Es gibt so also ein paar Stimmen von uns, wie zum Beispiel ich, das sagt ja Volo zum Beispiel immer, ich bin ja immer vergleichbar, sagt ja Volo immer mit diesen Gute-Laune-Typen da. Und das Ding ist, ich glaube ganz einfach, wenn jetzt einer von uns irgendwo im TS sitzt, mit jemand anderem, der zum Beispiel total interessant, wir nehmen jetzt zum Beispiel TDT. Wenn wir jetzt in TDT zusammensitzen würden und man würde mich jetzt nicht kennen, wäre einer scheißegal, weil ich so eine 0815-Stimme habe. Wenn es aber Volo dabei wäre, dann würde man sich so denken, so, klingt komisch, schaue ich mir das Kitty mal an. Und das ist tatsächlich die Geschichte, wie ich auf Volos Kanal gekommen bin. Ja, siehst du? Über TTT und Volo war die Person, die ich am ehesten rausgehört habe und wo mir der Name am besten hängen geblieben ist im Zusammenhang mit der Stimme, wo ja die ganzen Leute da waren, die ich nicht kannte. Deswegen, genauso habe ich es nämlich auch gehabt damals. Ich habe damals TDT das erste Mal geguckt bei Korn. Nee, doch. Du hast Korn gehasst. Stimmt, deswegen meine ich. Mich viel früher, du kannst mich schon ewig. Ja, woher kann ich. Wieso kann ich dich? Ich kenne dich auch nicht ewig. Doch. Aber ist aber auch egal. Spielt es jetzt eine Rolle, wo du es geschaut hast oder ja, nicht? Ja, ist auch egal. Stimmt, ich kann nicht. Wo habe ich die denn? Stimmt, ja, ich weiß wieder. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Weiß Bescheid, ne? Ja, weiß Bescheid. Von daher. Auf jeden Fall bin ich auch der Meinung, dass die Stimme ein sehr interessantes Instrument ist. Werkzeug ist. Also es ist tatsächlich ein Werkzeug. Ein Muskel, an dem man arbeiten kann. Ich weiß nicht, ich habe Spaß damit, der Stimme zu arbeiten. Prinzipiell. Ich habe früher auch gern gesungen, bis der Stimmbruch kam. Und ich habe dann auch. Das ist deprimierend. Ja, also nein, ich hatte früher auch von der Schule aus gesehen auch Auftritte in der Schule und auch außerhalb, so in so kleinen, auf so kleinen Festen. Du könntest auch jetzt noch singen, Ricky. Das Ding ist, damals habe ich habe damals halt immer Kopfstimme gesungen. Sowas wie Tom Jones. Keine Ahnung, was eine Kopfstimme ist. Kriegst du das nicht mehr hin? Ich weiß, dass die in DSDS hin und wieder davon geredet haben. Ja, das Ding ist, Kopfstimme ist zum Beispiel, wenn du so ein bisschen versuchst hochzusingen, das ist Kopfstimme. Weißt du, was dir aber beim Singen auch hilft, Ricky? Reden? Erzähl deine Geschichte weiter, ich muss mal nicht erst starten. Kopfstimme. Und wenn man ein bisschen so singt, das ist ein bisschen Bruststimme. So ein bisschen tiefer. Okay, meinst du... Das ist ein bisschen eine schöne Gesangsstimme. wie mache ich das aus da? Und zwar habe ich eine Autotune. Das ist ein bisschen eine schöne Gesangsstimme. Hast du eine Autotune-App? Wunderschön. Ja. Sehr gut. Wo kann ich es kaufen? Wollte ich irgendwann mal auspacken. Ja, geil. Danke. Nein, wie gesagt, das ist ja ein bisschen schade, weil ich wollte es war genau dieses Jahr das erste Mal das erste Mal Supertalent und ich wollte tatsächlich hingehen und in dem Jahr ist mir meine Stimme abgeschissen. Und tatsächlich war dann einer von meinen besten Freunden war dann beim Supertalent das erste Mal, ist auch mit in die Finalshows gekommen und so was. Was, Bledo? Nee, Udo heißt er. Habe ich nicht verstanden, ist egal. Okay. Und weiter? Und Ricky denkt jetzt, wenn er da hingegangen wäre, wäre er der Finalteilnehmer gewesen und nicht der andere. Ja! Weil er viel talentierter war. Ja! Aber Ricky. War ich auch! Aber Ricky, Rickys ganze Familie hat gesagt, dass er das total super macht. Nein, das haben alle gesagt. Freunde, Verwandte. Das sagen immer alle, Ricky. Das sagen immer alle. Und am Ende. Leute sagen ja auch, dass die bei deiner Story lustig ist. Ist sie? Oh, die ist auch lustig. Die ist auch lustig, wenn man sie das erste Mal hört. Oh, und nein, ich möchte noch mal ganz kurz hier mal ansprechen, wo wir gerade, ich erzähle Storys nicht so oft, ihr tut nur immer so, das ist der Wahnsinn. Ich erzähle sowas einmal, sowas eine Story und es ist direkt, oh, hast du schon tausendmal erzählt.
Liegt vielleicht daran, dass du sie unschuldig hast. Vielleicht ist das zum Teil der Witz daran, dann, wie du dich aufregst. Und dann noch im Video. Dann denkt man sich, Alter, halt die Fresse jetzt. Ja, ich muss es ja auch mal im Video erzählen. Ja, nicht, wenn ich dabei bin. Liebe so. Freunde der Expertenrunde, kennt ihr schon die Bananenstory? Wenn ja, dann schreibt sie in die Kommentare. Und wenn ihr sie nicht kennt, dann schreibt, wir wollen die Bananenstory hören. Ricky singt euch ein Lied davon. Wusa. Aber eine ganz andere Frage an die lieben Freunde, an die werten Freunde der Expertenrunde. Wie findet ihr denn eure eigenen Stimmen? Seid ihr damit zufrieden? Das ist eine gute Frage. Schreibt es bei Fulltime Games unter seinem ersten Video in die Kommentare. Und? Oh, nicht im ersten Video. So viel, das findet ihr und? Doch nicht im ersten Video. Welche Stimme aus Expertenrunde gefällt euch am liebsten? Ach, bitte. Aus der Stammbesetzung. Also, und also Ricky, die schmeißt mal raus. Wir haben hier nur einen Gast, Ricky. Das ist arschig. Ja, aber Ricky wird sowieso ersetzt. Ja. Das ist halt. Nein, die Frage ist ja, und schreibt doch nicht nur bei Mock ein, weil. Sind wir mal ganz ehrlich, Mock interessiert sich nicht für euch. Wenn ihr euch bei mir einschreibt, ihr habt größere Chancen, ne, mit mir zu schreiben. Ich antworte sogar auf Kommentare. Ich auch. Warum sollte man mit dir schreiben wollen? Ja. Raus. Okay, schont eure Stimme. Trinkt hin und wieder mal ein bisschen Gallentee. Eisgetüter Babelunder. Babelunder. Keine Ahnung, ob man das trinkt, wenn man Halsschmerzen hat, ne? Oder was weiß ich. Ist mir egal.